Was geht ab, meine Siegfighter Hosen hier, und heute auf Dragon Ball Legends, denn wir haben ein neues Neujahres-Step-Up-Banner. Wir werden gleich sofort sammeln, Freunde. Lass uns ganz kurz die Informationen und Details ansehen. Wir haben wieder Step-Ups, die sind genau gleich wie das letzte Mal. Ab Step 7 tun wir resetten. Wir sehen dann auch gleich, was genau wir bekommen, aber das ist, wie gesagt, gleich wie das letzte Step-Up. Bis zum 7. Januar geht das Ganze online, 2019, 7 Uhr morgens unsere Zeit. Dann haben wir hier an der Stelle einen neuen Goku. Dieser hat, danke, durch die Transformationsmechanik, dieser hat eine Transformationsmechanik, diese triggert er, wenn er seine Hauptfähigkeit aktiviert, dann wird er zu Kalten Goku. Er gibt durch die Siegfähigkeit Charakteren von Element Blau einen Boost, Schlagangriff und Verteidigung 22% auf Siegfähigkeit 2, wie es hier dran steht. Um es bei ihm zusammenzufassen, wenn er sich transformiert, geht er all out, büßt aber auch ein bisschen was ein. So, um es kurz zu sagen. Vegeta, so gesehen, das Gegenteil, er ist standhaft. Die Sache ist bei ihm Gimmick, wenn man auf 0% fällt von der HP, also wenn er auf 0% fällt, quasi besiegt wird, dann heat er sich um 20% und bekommt 30% zugefügten Schaden, den er ausrichtet. Also das ist so die Sache mit dem Standhaften, sage ich mal. Element Grün, diesen gibt der Basisschlag an Fernverteidigung auf Siegfähigkeit 2, 22%. Wir haben einen neuen Godku, er kommt mit einem neuen Tag, Göttliches Ki, diesen gibt auf Siegfähigkeit 2, 17%, ist auch eine nette Unit. Und dann wissen wir nicht so aus den letzten Tagen, dass es noch ein Virus gibt. Diesen Virus, das finde ich aber frech, ist vom grünen Typus Unterstützungstyp, auch eine nette Unit. Diesen Virus bekommt man aber nur durch die Tickets, das finde ich sehr schwach. Werden wir gleich sehen. Also Goku, Vegeta und Godku sind featured mit 1% in dem Banner, aber Virus bekommt man nur durch die Tickets. Das finde ich ein bisschen frech, um ehrlich zu sein. Jedenfalls gibt es Schnäppchen, könnt euch gerne mal abchecken, was da abzuholen gibt. Also ja, es gibt Sales. In-game Login Boni gibt es für drei Tage sollten das sein. Ich wollte gerade 3 Jahre sagen. Das ist für drei. Nee, bis zum 7.1. geht das sogar. Jedenfalls gibt es quasi, können wir uns täglich bis zu 3 aus dieser Auswahl hier aussuchen. Ja, es gibt Teil 1, Teil 2, Teil 3, etc. Und dann noch, Freunde, haben wir ein neues Story-Event mit dem Vegeta. Und zu Broly, zum Story kam irgendwas hinzu. Jedenfalls das Free-to-Play Broly Event immer noch live. Wir haben die 16. Ranked Season, wir haben Teil 3. Max Level ist jetzt 2000, viel Spaß beim Trainieren. Es wird bestimmt eine Zeit dauern, bis man wieder die Charaktere trainiert. Jedenfalls zu der Hauptstory Teil 3 Kapitel 1 Normalzug hinzugefügt. Die Story geht weiter und Hauptstory Teil 2 Kapitel 7 auf Schwer wurde hinzugefügt. Neue Items wurden hinzugefügt. Die Seelen, das Maximum der Seelen, die man haben kann, wurde auch erhöht, weil man jetzt natürlich neue Seelen wieder braucht, um die Charaktere zu trainieren. Um es kurz mal reinzugehen, wie gesagt, bei dem Training könnt ihr die Charaktere trainieren mit einem neuen Item, Brennstoff heißt das, glaube ich. Jedenfalls, wenn ihr jetzt einen Charakter von 1500 auf 2000 bringen wollt, dann müsst ihr quasi auch hier hingehen, die Tafeln erstmal freischalten. An der Stelle ist schon freigeschaltet, 20 Tafeln, müsst ihr dann draufklicken und dann könnt ihr ihn auf quasi upgraden und dann kann er auf Level 2000 kommen, also die Klasse erhöhen. Aber mir fehlen hier quasi, wie gesagt, auch die neuen Seelen, die muss erstmal farmen. Es wurde noch eines hinzugefügt, wenn ich das ganz kurz zeigen darf, nämlich die Sie-Medaillen. Sie-Medaillen-Shop sollte hinzugefügt worden sein, wenn ich das kurz irgendwo finden darf. Sie-Medaillen bekommt ihr, wenn ihr einen Charakter auf Limit Break habt, Max Limit Break, und dann bekommt ihr quasi, wenn ihr den Charakter nochmal zieht, bekommt ihr Überschuss und die könnt ihr jetzt austauschen. Aber kann sein, dass bei mir nicht angezeigt wird, weil bei mir ist das nicht der Fall. Wenn es bei euch der Fall ist, lasst euch auf jeden Fall wissen, wo das Ganze ist und was man da so grob bekommt. Ich habe es nämlich nicht abchecken können. Bin direkt live gegangen hier zum Summon, Freunde. Wir werden jetzt Summon im Step-Up-Banner, New Year Step-Up-Banner. Wie gesagt, wir haben als neuen Charakter Goku, Vegeta und Godku sind featured mit 1%, aber auch alle anderen Spartan-Charaktere sind hier drin. Natürlich haben die eine geringere Rate. Boah, der Artwork von Godku sieht geil aus. Virus ist halt legit nur im, das finde ich total schwach, im Ticketbanner, aber das werden wir gleich sehen. Wir werden einen kompletten Durchlauf machen und genau, dann würde ich sagen, wie gesagt, die drei 1%, alle anderen 0,045, wenn man zählen könnte, lesen könnte. Jedenfalls, was soll ich sagen, auch der neueste Broly ist in diesem Banner natürlich nicht featured. Also wenn ihr Broly noch nicht habt, dann zieht bei seinem eigenen Banner, der ist ja noch live. Und ich muss sagen, ich kann mich vielleicht auch irren, aber ich denke, man müsste für diese neuen Charaktere nicht unbedingt summonen. Also ihr könnt auch das skippen und sparen oder vielleicht einen Durchlauf mitnehmen. Ein kompletter Durchlauf sind 4100 Kristalle. Es sind, glaube ich, meiner Meinung nach nicht Charaktere, die man jetzt unbedingt braucht, vorsichtig ausgedrückt. Früher oder später sollte ja eigentlich auch ein Gogeta Blue kommen. Da wissen wir halt legit gar nichts, aber der sollte früher oder später kommen, ein Spartan Gogeta Blue. Jedenfalls, Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und falls ihr neu seid und ja, Legends Content auch möglich auf jeden Fall, dann drückt auch auf den Abo-Button. Jede Unterstützung zählt auf jeden Fall an der Stelle und über jede bin ich natürlich dankbar. Jedenfalls,
Ah, den hatte ich schon. Ich dachte, den hatte ich nicht. Extreme. Okay, wir bekommen, glaube ich, 3 Charaktere für 100 Kristalle. Richtig? Richtig. Okay. Alles gut. Machen wir weiter direkt. Wie gesagt, wir nehmen komplett 7 Steps mit. Jetzt sollten wir... Ja, jetzt sehen wir gleich, wie viel wir genau brauchen. Ja, wenn ich das Ganze mal skippen könnte, das ist immer so... Ja, schön, Limit Break. Genau, 300 Kristalle und 5 Charaktere sollten das jetzt sein. Aus den Tickets... Schauen wir uns gleich an, wie die Raids da sind. Aber jetzt sollte wie im letzten Step-Up sein. Das, weil wir hatten die... Die hatten, glaube ich, 20%, ne? Die Featured Charaktere. Da war Majin, Goku und 3-fach Goku, wenn mich alles täuscht. Jetzt noch Beerus dabei. Gucken wir mal, wie das aufgeteilt wird. Das sehen wir dann gleich im Endeffekt. Aber, Freunde... Ja, genau das. Schauen wir mal, wie das Ganze abläuft jetzt. Kakaroto. Einmal pullen. Wenn wir ein Ziel für dieses Video ist, ich nenne mal ein Ziel einfach so total random, eine neue Animation wäre cool. Ja, außerhalb davon, gucken wir mal. Wäre geil, wenn wir natürlich die neuesten Charaktere ziehen. Aber das, ja, werden wir sehen. Wenn es dazu kommt, geil. Wenn nicht, dann ist halt so. Ich wünsche aber auf jeden Fall jeden von euch sehr viel Glück, Freunde, wenn ihr summont. Und sowas wünsche ich euch nicht. Sind im Endeffekt nur 5 Charaktere, aber 5 Heroes so. Muss nicht unbedingt sein, wisst ihr, was ich meine? Guldo auf was? 6 Sterne. Ja, hätte ich ihn jetzt auf 7 Sterne, oder dann wäre der quasi Max Limit Break. Und würde ich dann weitere ziehen, dann würde ich so 7 Medaillen bekommen. Aber wie gesagt, ich habe das nicht abchecken können in der Eile, sorry. Was genau man mit den 7 Medaillen holen kann aus der Tauschbörse. Aber ich hoffe gute Sachen. Ich hoffe gute Sachen natürlich. Aber... Jetzt, oh. Oh, oh nein. Halt, stopp. Oh. Okay, okay, okay. Tau Bye Bye heißt Sparken garantiert. Vegeta kommt in der, ist auch Sparken garantiert. Aber ich dachte gerade, warum habe ich oh gesagt? Ich dachte, es könnte vielleicht eine neue Animation gewesen sein. Jedenfalls wissen wir, ein Sparken Charakter haben wir auf jeden Fall. Wenn es eines der neuen ist, umso geiler natürlich, ne? Schauen wir mal. Egal, wir haben Hero und Roshi. Wir haben ja an der Stelle Extreme Raditz. Alles klar. Wir haben... Yamcha, okay. Ist immer so geil, wenn man weiß, man zieht einen, aber man weiß halt nicht, welcher es sein wird. Oder, was heißt, ja, natürlich weiß man nicht, welcher es sein wird, aber man wartet darauf, bis es kommt. Dann wird es der letzte. Oh, oh. Au. Oh. Vegeta. Genau das. Oh, der letzte, tatsächlich der letzte. Okay, cool, Vegeta, den nehmen wir auf jeden Fall an. Aber ich bin ehrlich, ich weiß nicht, Freunde. Also die Charaktere haben es mir nicht so angetan, von dem, was sie drauf haben. Deswegen meine ich, kann mich natürlich auch irren. Ihr könnt mich gerne wissen lassen. Aber ja, so Element Grüntech und so, wisst ihr, was ich meine? Ja, GG. Aber, gucken wir uns das Ganze mal an. Oh mein Gott. Kann das nicht alles triggern kann? Upsa. Muss ich da lange gedrückt drauf halten, Vegeta, oder machst du noch irgendwas? Ich bin mir sicher, da triggert noch irgendwas, Freunde, aber... So auf dem PC das zu triggern, da wäre ich auch nicht schlauer. Vielleicht muss man auch zur Seite drehen, vielleicht kommt dann das, kann ich mir vorstellen, dass dann die Animation kommt, vielleicht Gallicon gegen Kamehameha. Ich kann es sogar auf dem PC nicht machen, auf dem BlueStacks. Ich hoffe, ihr nehmt das nicht allzu schlimm. Jedenfalls haben wir jetzt Step 4, 1000 Kristalle, wir bekommen danach ein garantierten Ticket. Ich hoffe, ja, ich hoffe natürlich, ihr zieht mit den Tickets die Featured Charaktere, die sollten eine erhöhtere Drop Rate haben. Ich hoffe, jetzt sind Beerus. Diejenigen, die Beerus sollen, ich hoffe, jetzt sind Beerus. Ich finde es nochmal Tau Bye Bye. Ja! Ja, Mann, die neue Animation. Oh mein Gott. Wir hatten zuerst Tau Bye Bye mit Vegeta, jetzt Tau Bye Bye mit Vegeta und Trunks. Oh mein Gott. Und wie ist es? Schild hatte ich nicht. Okay, hatte ich nicht. Ich meine, das ist einer, der nicht featured ist, den ich nicht hatte. Korrekt? Sehr cool. Oh, noch einer! Goku und Vegeta. Zwei neue Units haben wir schon. Oh mein Gott, zwei neue Units haben wir schon. Ey, wenn wir mit allen rausgehen, wäre es geil. Goku fehlt uns noch. Die Sache sind in Tickets. Wegen Beerus. Das hat, ich finde das schon frech, um ehrlich zu sein. Warum haben die Beerus da hingeklatscht? In die Tickets. Oh mein Gott. Goku und Vegeta haben wir gepult, dann auch noch chillt. Das war ein cooler Summon, Freunde. Lass uns direkt mal zum Ticket gehen, würde ich sagen. Und uns abchecken, was in den Ticket da abgeht. Ja, Piccolo kommt zur Seite. Demon King Piccolo. Dankeschön für mein Ticket. Goku. Wie gesagt, wegen der Animation. Vielleicht muss man auch das zur Seite halten. Sorry dafür, aber ich habe keine Ahnung. Oh, doch nicht. Ich habe bei dem einfach lang gedrückt gehalten. Okay.
Das interessiert mich natürlich, wie es bei Vegeta ist, aber ich gucke da aufs Stream, Freunde. Ihr wisst ja bestimmt Bescheid und könnt uns auf jeden Fall wissen lassen. Jetzt, guck mal, nur hier ist, nur hier mit den Tickets ist Beerus. Warum? Das ich finde, keine Ahnung, ich finde das nicht cool. Kein cooler Move, um Mate zu sein. Dann ist man quasi dazu gezwungen, wenn man Beerus will, hier ein Ticket zusammen, dann musst du noch, oder die Tickets zu holen mit den Step-Ups, und dann musst du noch darauf hoffen, dass du Beerus ziehst, wenn du ihn willst, ne? Wie ist die Rate aber? 20%, okay. 20%, okay, 4 Charaktere mit 20%, also, wenn man da dann keinen der Featured Charaktere zieht, oder der neuen besser gesagt, dann tut das weh. Deswegen gucken wir einfach mal, was wir jetzt ziehen. Ey, Ziel erreicht, würde ich sagen. Neue Animation wollen wir auf jeden Fall getriggert haben, und darüber hinaus haben wir natürlich auch gut gepullt, so ist nicht. Also da muss ich auch ehrlich sein. Haben wir auf jeden Fall mal wieder Glück. Aber das ist das Geile an Legends, das Geile an Legends. Ah ja, das ist ja eh garantiert. Sollen wir mal durchlaufen lassen? Vielleicht bekommen wir auch eine neue Animation. Lass einfach mal durchlaufen. Was? Was? Bardock! Also ich kenne die Animation, aber ich hatte sie noch nie. Oh, wie der da angeflogen kam. Oh mein Gott. Wir haben jetzt Trunks und... Akali! Hakai, Freunde. Oh, wir hatten Trunks-Animation, Bardock-Animation. Wir haben Beerus gepult. GG. So legit. Fehlt nur noch Goku. Jetzt werde ich richtig greedy. Machst du mit Animation irgendwas? Mate. Oh mein Gott. Unser Luck ist auf jeden Fall immer noch on point auf jeden Fall. Deswegen machen wir direkt weiter. Step 5000 Kristalle, wieder 10 Charaktere. Danach haben wir einen kostenlos. Danach haben wir noch ein Step 7 im garantierten Ticket. Ich setze zu viel verlangt, ne? Wenn ich Godku will. Aber wenn Godku droppt, ey, mein Boy Godku, du hast auf jeden Fall einen schönen Platz hier. Wenn du hier droppen mögst. 5 Pots, alles klar. Wir bleiben mal. Ja, es passiert nichts. Es ist einfach... Okay, es passiert doch was. Oh! Was sind das für Animationen heute? Was haben wir für Animationen? Heißt, wir kriegen nochmal einen Sparken-Charakter. Wir kriegen halt legit noch einen Sparken-Charakter. Krass. Ohne Spaß. Freunde, ich hoffe, ich kann meinen Luck übertragen. Ne? Ihr wisst, wie das Ganze läuft. Ich wünsche euch, wie gesagt, natürlich genauso viel Glück. Aber, jetzt bin ich echt noch gespannt, wer es ist. Jetzt bin ich echt darauf gespannt, wer das ist. Godku? Lol, okay, Cell. Her damit. Ja, wie seht ihr das? Ganz ehrlich, wenn man aus so einem Banner nicht featured, also Spartan-Charaktere zieht, die haben ja was 0,045%. Da wäre es mir eigentlich lieber, dass man featured zieht die ganze Zeit. Wisst ihr, was ich meine? Weil, weiß nicht, aus den nicht featured Charakteren gibt es auch gut. Ja, wenn ihr da wieder einen Broly zieht oder einen Gohita oder so, richtig geil. Aber die haben halt so geringe Rates, da ist halt eigentlich wahrscheinlicher, die neuesten Units zu ziehen. Ein langsamer Pot, boom. Gucken wir uns mal das Ganze an, wie es jetzt läuft. Mit dem Multisum hatten wir echt Glück. Jedenfalls kommt hier noch irgendwas. Okay, wir haben roten Text. Ein Extreme-Charakter ist auf jeden Fall garantiert. Ich hatte The Dreams. Dass Dragonfist-Animation kommt. The Dreams, das wäre zu viel. Tenshinhan ist am Start. Wir haben hier Hero Nappa. Dann geht noch hier Rikum. Okay. Wieder Tenshinhan, alles klar. Kararoto, Extreme. Ich habe gar nicht geguckt, ob neue Extreme-Charaktere hinzukommen, aber ich glaube nicht. Okay, der Multi an der Stelle. Macht nichts, Freunde. Wir kommen zum letzten Multi. Danach haben wir noch ein Ticket. Lasst uns, falls ihr noch irgendwo summen könnt, eure Dailies habt, egal welches Spiel, ihr wisst, wie das Ganze läuft, mit dem Ticket dann nach dem Summen, wenn ich das gleich machen werde, ein Group-Sum machen. Ihr könnt mich natürlich gerne wissen lassen, was ihr dann gepult habt. Und ja, in den Kommentaren, Social Media, Twitter, Discord, Instagram, alle Links in der Beschreibung, könnt ihr mich das gerne wissen lassen. Ich wünsche euch vorab schon mal viel Glück. Macht euch gleich bereit zum Group-Summen. Nach dem Multi, wie gesagt, habe ich mein Ticket. Dann machen wir mit dem Ticket ein Group-Summen. Bekommen wir noch irgendwas Nettes im letzten Multi? Wir haben dann auch noch ein paar gekriegt mit dem Ticket. Ein Pot, alles klar. Ein Pot it is, man. Ich sag dazu, ein Pot it is. Oder auch nicht. Egal, gucken wir mal. Und? Oh, Super Saiyan. Wir sind Super Saiyan, gell? Okay. Das auch mal. Das war beim Pull zum Super Saiyan jetzt. Kommt da jemand?
Ein Spartan-Charakter haben wir wieder durch die Animation. Also die Animationen waren heute richtig geil. Vor allem bei den neuen haben wir zwei von drei neuen gesehen. Beziehungsweise Dragon Fist Goku haben wir nicht, aber nicht schlimm. Vielleicht kommt der noch, vielleicht kommt der noch. Freunde, ihr merkt schon, heute bin ich total greedy. Aber es läuft halt richtig gut gerade, es läuft halt richtig gut. Ein Spartan-Charakter. Wenn es Gotku ist, dann haben wir halt alles. Oh! Was? Merkt ihr, ich hatte ihn nicht. Shoutout an Anski. Der huntet den die ganze Zeit. Krass, du musst den zwei Gohan. Also umso geiler, wenn man dann aus den Charakteren, die nicht featured sind, quasi gute zieht. Oh mein Gott, Spartan Gohan, korrekt. Freunde, lasst uns zum Group zusammenkommen. Letztes Mal im heutigen Video. Ich wünsche auf jeden Fall vorab viel Glück. Und zwar bam, hier, Freunde. Ich ziehe gleich runter. 3 zu 1, dann geht es los. Kommen Sie, kommen Sie. Gotku, kommen Sie, Gotku. Dann haben wir alles, dann sind wir durch. Wenn nicht, müssen wir vielleicht noch rein die Tage. Aber ansonsten haben wir ja alles. Tau, bye, bye, wieder. Wieder Trunks. Was? Alter, wie geil ist das denn? Die Animation ist richtig geil. Trunks und Vegeta, oh mein Gott. Ich konnte nicht runterzählen. 3 zu 1, go! Ich konnte nicht runterzählen wegen der Animation. Oh, sorry. Aber lass mich wissen, was ihr gezogen habt. Alles gepult, Freunde. Wir haben auch noch Gott gepult. Richtig geil sieht auf jeden Fall hier an der Stelle. Legends hat mich, ey. Ganz ehrlich, in Legends läuft das wirklich überragend. Überragend. Das sieht geil aus. Hast du mir eine Animation? Ey, wow, ich habe keine Ahnung, warum ich die Animation nicht triggern kann. Es sei denn, das sind die Animationen. Ich drücke gerade wie ein Verrückter. Kann auch sein, wirklich, dass ich zur Seite drehen muss, Freunde. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, könnt ihr mich gerne wissen, wie die Animationen sind. Ich wünsche euch, wie gesagt, wirklich sehr, sehr viel Glück. Ich hoffe, ich kann da ein bisschen was auch zurückgeben an Glück. Weil das lief mal wieder richtig geil in Legends. Und ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.